hart, härter, modular. Heute habe ich für euch ein richtig hartes Live-Set. Techno, analog. Warum analog? Weil nichts härter ist als analog. Alles kompletter Blödsinn. Ja. Nichts ist härter als wir. Okay? Besser in der Musik oder im Club als da draußen, auf der Straße oder so. Oder mit unseren Mitmenschen. Ne? Immer schön soft, all klar. Tachchen, ich bin's wieder, Dr. Spree. Herzlich willkommen. Ich bin ich. Ihr seid ihr. Heute gibt's auf die Mütze. So richtig auf die Mütze, okay? Ihr guckt hier rein, weil ihr vielleicht entspannen wollt. Zu Hause, gemütlich, kleine YouTube-Video kicken vom Spree. Nix ist mit Gemütlichkeit. Heute gibt's auf die 12, wie wir hier sagen in Berlin, auf die 12. Ja, sagen wir hier so. Was sagt ihr bei euch in Bottrop oder so? Ja, was sagt ihr da? Schreibt mal in die Kommentare, was man dazu noch so sagen kann. Heute gibt's auf der Mütze. Nur die Harten kommen in den Garten. Was auch immer. Auf jeden Fall, heute geht's um harten Techno. Straightforward, kompromisslos, hart. Okay? Das ist unser Thema heute. Ich habe ein schönes Live-Set gemacht. Ein Teil davon aufgenommen. Und das spiele ich euch gleich vor. Ihr könnt euch heute mal nicht entspannen. Schön zu Hause vor dem YouTube-Video. Weil es wird nicht entspannt. Aber was ihr machen könnt, ist volle Pulle aufdrehen, aufstehen und mitmachen, Mann. Mach mit, mach's nach, mach's besser. Ne? Ich bin der im Trainingsanzug. Ja. Und heute machen wir ein bisschen Workout. Ja. Techno ist eine Kunstform, in der sehr viel repetitive Elemente, Repetitionen, also Wiederholungen, die sich immer wieder, ne, schleifen. Innerhalb dieser Schleife aber bewegt sich was, morpht. Dann ist es guter Techno, okay? Wenn es einfach nur, ich sag mal ein Beispiel, eine gesampelte Bassdrum klingt jedes Mal gleich, wenn sie getriggert wird. Immer wieder die gleiche Bassdrum. Eine modulare Bassdrum hingegen, ja? Wie von zum Beispiel meine Ultra Perk hier oder meine 909, von meinen 909 Hexenwärter, ja? Die wird jedes Mal, wenn sie getriggert wird, generiert. Das heißt also, die ist also dynamisch. Ja? Ich bin heute nicht so der Mann der vielen Worte, obwohl ich möchte ja eine ganze Menge sagen. Zwei, drei Sachen muss ich erzählen, und zwar einmal kurz, was für ein Setup ich hier habe heute. Ja? Ich habe wieder meine DIY Drum Machine aus verschiedenen Elementen, unter anderem die ganzen Steady State Fade Drum Geschichten, also die Ultra Perk, die Ultra Kick, Ultra Perk und Metalloid. Ja. So. Dann natürlich meine Hexenwärter 909. Verschiedene Effekte, Gitarrentretminen, Hall, Delay, Mimeophon für Glitch. Ja. Sende ich einfach immer raus. Schicke ich wieder zurück vom Pult. Und natürlich mein Pult, mein Mackie-Pult. Am Mackie-Pult mache ich ganz viel. Kein Mensch braucht Sidechain. Brauche ich nicht. Brauche nur, dass sich am Pult immer alles schön wegdrückt.
Weil dann wird's hart. Dann ist es analog. Dann hört sich's an im Club, wie sie es anhören soll. Ja? Und das macht den Unterschied. Und deswegen gibt's nichts Härteres für einen Club, für ein Live-Set, für ein Techno-Live-Set, als analoge Module. Okay? Und natürlich VCOs, die durch den W-Folder gejagt werden. Der W-Folder wird wieder getriggert, sodass verschiedene Sound-Artefakte sozusagen jedes Mal so ein bisschen randommäßig es sich bewegt. Die VCAs werden randommäßig auf und zu gemacht, sodass immer in der Repetitation, in der Wiederholung, was Neues ist. Immer Neues. Neues im Alten. Ja, das ist die Formel. Die Formel für die Härte. Okay? Completely doorless. Nicht editiert. Alles Stereosumme vom Pult. Das Pult selber ist ein Musikinstrument. Ja, Gain aufreißen. EQen. Zuhören. Und dann ballert's. Ja? Heute ballert's. Und weil man es ja nicht oft genug sagen kann, verweise ich heute nochmal auf den 26. Januar, wenn ihr zufälligerweise in Düsseldorf seid. Düsseldorf, weißt du, richie Gegend und so, gibt es einen Techno-Club, heißt Cube X. Da bin ich mit ein paar anderen zusammen, die legen auf und ich werde live spielen mit meinem harten, modularen Zeug. Und das wird, wie gesagt, da gibt es dann auch richtig auf die 12. Wenn ihr da in der Gegend seid, kommt einfach vorbei, okay? Ja, wenn nicht, dann nicht. Müsst ihr selber wissen. Das ist euer Ding. Ja, ihr seid ihr. Ich bin ich. Viel Spaß mit dem Video. We'll be right back.
Gut, danke mal wieder. Fand ich super. Ich fand mich richtig gut. Hat richtig gut gemacht, finde ich. Und hoffentlich war es nicht zu hart für euch. Okay? Schreibt mal in die Kommentare, ob das nicht ein bisschen zu dolle war. Oder ob ich mal ein bisschen softer machen soll oder so. Ja? Für das nächste Mal. Danke. Euer Dr. Spree. Peace.